Willkommen zurück bei Enlisted. Bisschen laggy der Start. Hab seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Neues Update ist draußen. Das Update, wo das gesamte Forschungs- und Skillsystem umgeändert wurde. Mal sehen, was ich jetzt hier alles verpasst habe. Hab seit Ewigkeit halt nicht mehr gespielt. Erstmal wieder miteinander dem Spiel auseinandersetzen, meine ich. Wirkten wir anfangs. Lass mal gucken. Woran das liegt, aber das mache ich nach der Runde. Nahkampf ist dort wunderbar. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo wir jetzt hier auf Gegner treffen. Was? Das war kein... Oh mein Gott, ist das... ungewohnt. Wenn man das schon seit längerem nicht mehr gespielt hat. Oh. Aber die Gegner treffen genauso schlecht. Die Bots hatten dieses coole, weirde Movement. Haben wir noch was zu wechseln schnell? Ja. Auf jeden Fall gehört Enlisted zu einer besseren Free-to-Play-Games. Deswegen bin ich froh, mal wieder back zu sein. Gab halt sonst nichts zu tun zwischen den Updates. Jetzt gibt es ein bisschen was zu tun. Hab natürlich noch keine der neuen. Tot. Sachen freigeschaltet. Hab seitdem auch eigentlich nicht mehr gespielt. Ich habe einen Panzer gesehen. Deswegen würde ich mit einem Panzertrupp losgehen. Wir haben ja hier das Anti-Tank-Baby. Zumindest wenn ich einen Tank sehe, würde ich mich darum kümmern wollen. Das heißt, ich bleibe ein bisschen zurück. Da oben war einer. Von den feindlichen Truppen. Ja, Kriegsmetall. Hab ihn. Ja, ich glaube, das waren die Anfangsreinladeruckler. Sonst wirkte ja alles eigentlich solide. Das 2,7. Ja gut, das hat leichte Ruckler. Na gut. Muss ich nachher mal schauen. Wieso, weshalb, warum? Aber hey, erstmal. Ganz entspannt. Oh, japanischer Panzer. Ist aber auch nur der Flakpanzer. Der Tarzan oder so. Wir können ja die Waffe aufstellen, stimmt. Oh, der hat schon immer kaputt gemacht. Ja. Schade. Den Flakpanzer hätten wir gut bekommen. Oh, maybe. Ich habe die aktuelle Timer nicht installiert für die Grafikkarte. Das war vielleicht ein Fehler. Oh, wir haben sogar... Haben wir die Speere? Ja, die Panzerspeere haben wir auch. Okay, ja, mit denen habe ich aber schon gearbeitet. Ja, von guten Videos. Wird falsch gezielt. Ja, die Minenspeere.
dümmste Erfindung, seitdem es Panzer gibt. Und Panzer kaputt. Easy! Das Anti-Tank-Rifle ist geil. Oh. Ist auch ein Anti-Air-Rifle, nur wenn man trifft, ne? Einer von uns, okay. Ja, gut. Erfolgreichen Tank ausgeschaltet, das läuft ja super. Ja, da hätten wir nicht hinlaufen sollen. Das war nice. Weiter, einfach laufen. Ach, du heilige Scheiße. Nehmen wir lieber das Teil. Das schreit weniger nach Menschenrechtsverletzung. Meine Präzision schreit aber nach irgendwie Menschenrechtsverletzung. Ich treffe ja gar nicht. Also bis zum nächsten Mal. Wir sind in der Defensive als Sniperle. Das ist, Ich ziehe uns erstmal ein bisschen zurück. Ich habe keine Pistole hierbei. Okay. Ein Stück will ich auf jeden Fall zurück hier nach oben. Damit wir ein bisschen besseren Überblick auf die Leute haben. Mit unserem Typ 97, glaube ich. Ja, kommen wir rauf. Wunderbar. Waffe aufstellen müssen wir nicht. Wenn ich nach unten gucken, so gut.
glaube, der hat auf mich geguckt, deswegen sollten wir da mal weg. Mehr Deckung gehen. Ja, daneben. Erstmal nachladen. Naja, die Flak sollte vielleicht nicht dastehen. Naja, wenn wir hier sind, verlieren wir einen kompletten Winkel. Das Haus. Das lässt sich immer wegdocken. Ah, gut, dass wir schnell nachladen können. Das ist. Ups, und. Da bleiben manche sogar von denen stehen beim Laufen. Okay. Ich glaube noch nicht so perfekt. Können wir kurz einfach nachladen? Ja. Dann haben wir Uck. Den da, der da liegt, den kriege ich nicht. Perfekt, geht doch. Den haben wir auch. Munition geht uns langsam zur Neige. Sherman kommt auf uns zu. Der Schuss ging dahin, wo kein Mann einen Schuss hin haben möchte. Den haben wir auch. Letzter Clip. Den haben wir. Wir haben keine Sniper-Muni mehr. Das heißt, wir nehmen unsere Karabiner und rein. Das war Zauberer Sniper-Listart. Ja, der Sherman hat unseren Panzer weggemacht. Damit habe ich auch gerechnet. Wir bleiben jetzt auch hier an der Frontlinie. Einfach nur, um Gegner ein bisschen zurückzudrängen, aber bringt uns nicht viel. Ignorieren wir den Sherman. Trotzdem da rein. What the fuck? Okay, das sind meine Leute, die hier drin rumlaufen. Na gut, wir müssen den Spot jetzt aber auch aufgeben. Na gut, da schießen wir jetzt nicht hoch. Aber wir können einfach hier hochklettern, vielleicht überleben wir es. Nur noch Ärzte Hilfe, wunderbar. Ah, schade. Ja, Gewehr Typ 1, ne? Mal sehen, wie toll das ist. Wir haben jetzt noch einen Panzer, ich hoffe, das ist ein richtiger. Irgendwas, was es mit dem Sherman aufnehmen kann, das haben wir ein Problem. Ich habe meinen Anti-Tanky-Boys weggepackt. Ein Flakpanzer. Ich glaube, der muss den Sherman von der Seite erwischen. Naja, kommen wir immer noch auf die Kirsche rauf?
Das wäre cool, wenn wir da immer noch raufkommen auf die Kirsche. Und ich werde es Kirsche weiterhin nennen. Wir verlieren aber den Spot. Da drüben. Wieso? Ich hab... Der lief... Okay, wir hauen ab. Also ich hau hier oben nur mal wieder rein. Ach Gott. Ja, wir sind ja schon am Laufen. Oh, verdammt. Okay, da hatten wir keine Chance. Okay, ab mit den Sunny rein. Ne, da konnten wir jetzt gerade echt nicht kontern. Ah ja, mit unseren Klassen, die ich dabei habe, so defensiv im Pazifik ist nicht so einfach. Typ 100 sollte aber ein bisschen was an Arbeit leisten. Hat eine lange Feuerrate, ist aber in Ordnung. Alter, da sind ja schon so viele Feinde. Immerhin Panzerkommandant erledigt. Was ist das mit dem Panzer? Nachladen, volles Magazin. Nicht weh. Ich sag ja, Feuerrate ist so lala. Aber etwas Vollautomatisches zu haben, ist schon cool. So, Sanitätskasten dahingestellt. Was haben wir auf der 4? Okay, cool. Was hast du denn? Was? Ein Johnson MG? Aber. Oh, Money. Oh, da war ein Feind. Genau vor mir laufen Feinde rum. Boah, shit, hier oben ist es. Offen. Wait, hier ist die Tür. Okay, der ist tot. Ich hoffe, dass die Schritte, die ich höre, meine Leute sind. Klingt aber nicht so. Ist da gerade eine Waffe durchgeglitscht? Nee.
Noch ein bisschen näher. Komm, ein bisschen näher. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie lange das Cooldown ist, bis wir neue Munition kriegen. Ach, wir haben die Position verloren! Gleich mitbekommen. Machen wir halt das Sunny noch ein bisschen Ärger an der Backline. Auf dem Weg, bin auf dem Weg. Gib mir nur eine Sekunde. Nein! Nein, ich bin eine Sekunde davor. Oh no. Schade. Eine Sekunde, bevor ich da wieder reingekommen bin. Aber ja gut, die Typ 100 ist... Alter, ist hier brutal. Typ 100 ist ein guter Sniper. Gute Waffe. Oh, von da. Ja. Gehen wir von der Seite rein. What? Das war doch auf deren Höhe. What? Wieso konnte ich den nicht knifen? Also ja, ich weiß, ich habe gegen die Kabeltrommel geknifed, aber fairerweise muss man sagen, dass das unfair war. Kommen wir nicht durch. Und dann warten wir mal hier. Oh verdammt, die Amis sind sogar schon drin im Spot. Oh, der hat mir einen Spawn. Oh shit. Oh mein Gott! Letztes Magazin. Okay, 5 Schuss haben wir noch. Okay, let's go! Ich wusste nicht, was ich machen soll.
Ja. Es wird keine gute Runde. Beim Panzer was? Ne. Wir liegen hier zu offen, aber... Ach, das ist ein Grand. Da können wir eh nicht machen. Runde ist zu Ende. Okay. Nächste Runde. Wir haben... Pack. Plug, japanischer Stil, gut zu wissen. Ach du Heilige, wir sind in der Offensive und die pushen uns. Stein. Nicht so präzise. Bit. What the fuck? Wunderbar. Weiß noch nicht, brauchen wir die Pack, maybe? Ist ja kein Panzer, ne? Aber amerikanische Truppen in größerer Menge. Für eine kleine Pack hilfreich. Na gut, hier oben nicht, ne? Oh, da sind viele feindliche Truppen. Deswegen, da wollte ich jetzt irgendwo mal hier eine Pack haben. Früher oder später kommt ein Panzer. Ich hätte hier nicht einfach rumlaufen dürfen. Nehmen wir eine Panzerabwehrtruppe. Der Panzer fährt hinten lang, das sieht man gerade wunderbar. Beim Spot durch, das könnten wir mit dem Gewehr hier reißen. Mit dem Panzerabwehrgewehr. Kommt ihr da lang? Ich wollte gerade War Thunder Style B drücken fürs Fernglas. Panzerabwehrwaffe kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Ich liebe es, diese Map zu verteidigen, aber anzugreifen hasse ich es. Weiter, weiter, weiter.
Ah, kann man von der Seite, gut. Über den Strand vielleicht mit der MG ist, mit der MP. Eh den Blick des Überblick des Panzers verloren. Oder Panzer war. Ach, darauf wird uns ja auch nicht verbringen. Oh verdammt, von vorne. Maybe doch. Ob kaum KI kann durch Rauch ballern, hoffe ich mal. Was? So schnell konnte er wechseln? Okay. Das gönne ich ihm. Das gönne ich ihm. Aber ich habe gedacht... Das Gewehr ja noch nicht mal richtig im Anschlag. Da habe ich ihn schon gesteppt mit meiner MP. Aber gut. Schade. Das gönne ich ihm trotzdem. Das war nice done. Der erste Punkt, wenn der gefallen ist, dann geht es eigentlich immer relativ gut. Aber der erste Punkt hier ist immer so kritisch. Aber es ist extrem schwer, sich nach da oben abzusichern. Und nach vorne durchzupushen. Verdammt. Keine Ahnung, was mich erledigt hat in der Explosion. Okay. Gucken wir mal nach da unten. Wobei, ne, wir gehen. Ach, da. Wenn er wiederkommt, vielleicht haben wir eine Chance. Oh, schön da im Loch bleiben. Okay, unser hat gewonnen. Dann ist egal. Da ist ein Feind. Wieso können die fliegen, die Amis? Das Gewehr ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe Leute an dem Mörser verloren. Oh, wir haben einen richtigen Panzer. Nice. Treff nicht. Ich treffe nicht. Treff nicht. Okay, zwei Clips noch. Hier kann man mich trotzdem treffen, aber erstmal verbinden.
Komm, aufstehen. Shit. Was ist jetzt hier? Moment, schieb mich zur Seite. Schlecht. Es wird auch keine gute Runde, wir werden nicht weit oben stehen. Und unser Objective kommt man auch nicht rein, die Gegner verteidigen saugut. Oh, das war Panzerabwehrgeschütz. Das habe ich sogar direkt angestarrt. Okay, ich hätte vielleicht mal eine Panzerabwehr rausholen müssen. SM1-Geschütz, ja. Der LKW wird keine Freude gegen das M1 haben. Wenn wir aber am Wasser entlang gehen. Wir vielleicht eine kleine Chance. Das Problem ist, hier kommen jetzt welche ran. Und ignorieren wir, wir laden nach und gehen weiter. Das Landungsfahrzeug. Deswegen sollte eigentlich die Amis angreifen. Wir sind über Landungsfahrzeuge. Naja. Wo ist die Pack? Habt ihr gefunden? Der andere ist der, der noch lebt. Ich weiß, wir haben nicht sehr viel Muni. Ey, aber immerhin haben wir versucht, da irgendwie rein zu pushen. Komm da nicht ran. Das ist das größte Problem. Und der LKW qualmt, dem geht's nicht gut. Das ist ja hier eine Pack errichtet. Die Pack genau dort bringt uns halt null. Bei der Panzerfracks kann man halt als Deckung nehmen. Aber wir werden jetzt hier immer noch von der Seite und von vorne angeschossen. Was war das denn für eine Waffe? Das ist eine M3? Wollt ihr mich verarschen? Die Grease Gun? No, never. Na gut. Okay. Was hat er denn überlebt, den Schuss ins Bein? Ja, wir müssen das verhindern, das ist mir bewusst. Frage ist nur wie.
Wir haben getradet, okay. Weg mit deinem Feuer. So ein Panzer hab ich dabei. Ich habe auch nur den Tarsee oder so dabei. Solange sie den Berg hier links halten, kommen wir da nicht durch. Schade. Ganz schön lange Runde bin ich da. Also es fühlt sich ewig lang an. Dabei ist es gerade mal eine Viertelstunde. Also Wahnsinn, wie sich das anfühlt. Kriegt die da nicht erwischt dahinter? Oh Gott. Ach Gott. Das Movement ist teilweise echt unvorhersehbar von den Gegnern, selbst von den Spielern.